Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam benutzt ja ein ganz interessantes Wort. Das ist ein, also der Hadith ist ein, man kann sich das wie eine Metapher, eine bildliche Metapher vorstellen. Er benutzt einmal das Wort Hujibat vom Hijab und in einer anderen Riwayah kommt das Wort Huffa vor, Al-Hifaf vom Hifaf. Al-Hifaf ist etwas, ja, das eine Sache wie ein Kreis umgibt, mich. Wie ein Schutzwall oder so. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er beschreibt es, also wenn man sich das bildlich vorstellt, du hast also ein Garten, ein Paradies, das ist umgeben von einem Schutzwall. Huffatil Jannatu bin Makari. Und dann hast du nochmal einen weiteren Ort, der ist auch, also das ist dann hier in diesem Fall die Hölle, die ist auch umgeben von einer Schranke oder einem Schutzwall, die sie kreislich umgibt. Und er sagt, also das Paradies ist umgeben von Makari, von Dingen, die beim Menschen Widerwillen erwecken, Widerwärtigkeiten, Dinge, die ihm nicht gefallen. Das heißt, sie schrecken ihn ab. Und das Gegenteil bei der Hölle, er sagt, die Hölle ist umgeben von Shahawat, also dieser Kreis, der die Hölle umgibt, ist umgeben von Gelüsten, das heißt etwas, was dich anzieht. Das drückt also eigentlich im Grunde genommen einfach aus, dass der Weg zum Al-Jannah mühselig ist. Er ist mühselig und der Weg zur Hölle ist, ja, man wird dahin geführt durch die Triebe und Gelüste des Menschen, die in ihm innewohnen. Deswegen kommt ein anderer Hadith vor, der ist in diesem Kontext dann auch sehr interessant. Erklärt vielleicht diesen Hadith, er ist etwas länger, ich fasse mal kurz zusammen. Allah Ta'ala sagt zu Jibril, er sagt zu ihm, er schickt ihn zum Paradies, damit er sich das anschaut. Und er kommt zurück und sagt, er sagt zu Allah Ta'ala, ich glaube nicht, dass jemand nicht in das Paradies gehen wird, nachdem er das gesehen hat. Und dann schickt er ihn wieder zum Paradies und sieht jetzt, dass das Paradies umgeben ist von Makruhat, von ja, Dingen, die Widerwillen beim Menschen erwecken, Widerwärtigkeit. Und dann ging er wieder zurück und sagt, ich glaube nicht, dass da jemand reingehen wird. Und das gleiche bei der Hölle, er hat ihm die Hölle gezeigt und als Jibril das so in seiner ersten Gestalt gesehen hat, sagt er, mein Herr, ich glaube nicht, dass da jemand reingehen wird. Und dann schickt er ihn wieder hin und die Hölle ist umgeben von Shahawat und er sagt dann, ich glaube nicht, dass dem jemand entkommen wird. Seht ihr? Das ist also sozusagen dieser Hadith in seiner Kurzfassung. Ja.